Ach, irgendwas mit Tieren. Obwohl, das wird mir zu stressig. Wenn ich jetzt auch noch mich um Tiere kümmern muss, das wird nichts. Bleib erstmal hierbei. Was hier los ist, weiß ich auch nicht. Das ist meine eigene Höhle. Und wenn ich hier so ein... Da ist doch was. Ha. Vielleicht später. Ja, ist ja gut. Also hier hinten muss ich ein bisschen aufräumen noch. Da ist noch viel zu tun. Aber das schaffen wir nicht mehr heute, weil wir sind völlig kaputt. Okay, das läuft. Wie lange läuft das? Sehen wir dann mal, ne? Ich lass mal über Nacht laufen. So, noch eine Runde Fernsehen. Klar und sonnig. Sehr schön. Oh, ich habe immer noch einen Stein dabei. Oh, Paprika bringt auch gut Geld. Und wächst weiter, ne? Ja. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Geburtstag vergessen. Oh, die Melonen. Melonen kommen. So, guten Morgen, guten Morgen. Oh, ich kann ernten. Haha. Was waren das jetzt? Ach, Radieschen waren das, ne? Das hier war auch sehr unclever geplant. So, jetzt haben wir eine riesen Weizenfelder. Boah. Sowas. Das ist ja ein Gießsimulator. Du bist ja nur noch am Gießen hier. Oh, oh. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Oh, doch. Nur noch am Malochen. La, 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 la. Nur noch am Malochen. Im Hochsommer. So, ich muss gleich mal die gute Robin aufsuchen. Och, er sitzt da, Mr. White. Also für den Einkaufspreis hat hier Weizen eine Menge Geld gebracht.
So. Guter Junge. So, ich bin völlig erledigt und ich sehe gerade, die Marmelade arbeitet immer noch. Ist das denn die Möglichkeit? Hier steht kein Wert bei. Gut, also Marmelade. Ach Quatsch, Marmelade wächst nicht über Nacht. Die Radieschen, die kommen nicht wieder nach, ne? Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es ist 20 nach 11, Sonntag. Was fehlt denn hier? Joja, Cola. Die Shorts, Judy, Might Mean, Animals. Ich hätte Platz für Tiere, aber... Das ist Stress. Stress, Stress. Hallo, Robin. Einhundert. 350, 150. Hundert Steine, 100 Clay, 5 Copper Bar. Ich habe keine Steine. Meine Steine sind weg. Doch. So. Holz fehlt mir. Holz fehlt mir. 300. 300 Holz. Vor allem stellt sich mir die Frage, wo ich das Ding hinstelle. Und ich verliere eine Menge Kohle dann jetzt, ne? Aber es muss ja weitergehen auf der Farm. Es muss immer weitergehen. Hi, wie geht's dir? Ja, läuft gut. Exotische Pflanzen zurzeit in diesem Tal. Okay. Hi. So. So, bauen wir mal so ein Ding hier. Wo würde ich denn mein Tierdings hinstellen? Hier. Gut. Ja, dann. Morgen. Morgen früh geht's los. Alles klar. Mehr geht jetzt erstmal nicht. Okay, immer nur eins nach dem anderen. Was hat mich das jetzt gekostet? Ich habe immer noch 6.000. Und wie geht's dir sonst so?
Nein, Demetrius wird das Haus schon nicht in die Luft sprengen. Ja, das passt schon. Der ist schon vorsichtig. Soll er mal weiter an seinen Pflanzen arbeiten? Oh, was haben wir denn da? So, wir haben immer noch nicht die Hose gefunden. Wenn die morgen anfängt zu arbeiten, muss ich dann morgen bezahlen? Also ich habe noch nicht im Voraus bezahlt, ne? Oder war das nicht so teuer? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ich muss mich mal eben frisch machen. Ich mache mich jetzt mal eben frisch. Und nutze die Gelegenheit, noch mal einen Schluck zu trinken. Ah, lecker. Die Augen da so auf Halbmast. Süß. So, tut das gut. Oder macht er gerade ins Wasser? Lop. So. Die blöde Mine, die kann mich jetzt mal. Ich muss jetzt mal eben... Ich könnte... Und das ist auch eine ganz gute Idee. So, erstmal zurück. Ja, keine Ahnung. Wo ist die Hose vom Bürgermeister? Vielleicht da auch, wo ihre Axt war? Ich weiß es nicht. So, hier sieht alles gut aus. Und hier summen die Beamen und ich hab... Die Beamen? Beame? Und ich hab kein Bienenhaus, verdammt. Ich kann sonntags noch Bäume hacken, so mein Grund und Boden. Das stört das keinen. Weil... Ich rode das hier, weil wenn hier mein Silo steht... Leg ich hier nämlich Gras an. Damit ich das Heu nicht so weit schleppen muss. Also, ne? Jetzt rein von der logischen Sache her. Vom Spielprinzip ist das ja Horst, aber. So. So, damit ich hier eine schöne Fläche habe. Außer die Steine, die stören mich natürlich, aber ich habe noch nicht die modifizierte Spitzhacke. So. Das hat sich doch erstmal gelohnt. Wege anlegen und sowas, das hat alles noch keinen Sinn. Ich muss erstmal hier mich hier ein bisschen einspielen. Okay. So,
Läden sind eh zu, also würde ich sagen, halt. Marmelade arbeitet immer noch. Wenn da nichts Gutes bei rumkommt, dann, ne? Beautiful sunny day. Aber die Queen der Soße hat ein neues Rezept, so wie es aussieht. Gebackener Fisch. Immer wenn ich das zu Hause mache, werden meine zwei Katzen verrückt. Banana! Ich brauche einen zweiten Koch hier, nur um sie fernzuhalten, damit sie mir nicht auf die Arbeitsfläche springen, um mal abzubeißen. Macht nur, sei sicher, dass der Fisch frisch ist. Fisch frisch. Vorzugsweise mit der eigenen Angel gefangen. Ah, nun beobachte, wie ich den Fisch auf einem Bett aus grün Frühlingslecker. Ja, gut, habe ich gelernt. Gute Nacht. Oh, Radieschen. Radieschen. Wow. Jut. Na, das sieht doch schon mal gut aus hier. Oh, die Blumen blühen. Oh, wie schön. Die sind fertig. Und jetzt kann ich die rausruhen. Toll. So, das muss ich mir wieder hier ganz genau merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, es ist Montag. Die gute Robin hat auch angefangen, ne? Ich höre gar nichts. Oder das Ding steht da gleich. Muss mal eben gucken. Wasser wird knapp. Oh, Wasser wird knapp. Die Heufelder. Weizenfelder. Entschuldigung. Komme ich noch auf Heufelder? Ja, du kriegst auch was. Ja, das macht Spaß, Junge, ne? Renn mal schön auf der Farm rum. Naja, komm, das müsste aber reichen hier. So, komm. Jawohl, geschafft. Sehr gut. Nein, doch. Nein. Doch gerade die Melonen vergessen zu gießen und das da auch. Ist das denn wahr? Wollt ihr mich verarschen? Mein Gott, das habe ich gegossen, oder? Ja. Und hier auch. Nö.
Naja, doppelt hält besser. Boah. Ah, schön am Arbeiten. Gute Robin. Be patient. Also hab Geduld. Ich hab noch viel Arbeit zu tun. Ja, ist ja gut. Du schaffst das, Mädel. Medical Use. Aha. Aber es gäbe auch bestimmt ein prima Geschenk ab. So, leider muss ich jetzt mal eben kurz... ins Dorf. Es ist Sommer und keiner geht hin. Was? Na, wie schaut's aus, Marni? Ich liebe Tiere. Wenn du deine Tiere gut behandelst, werden wir sicher gute Freunde sein. Das soll nicht das Problem sein. I want to pull up. Ich möchte meinen Dad einen Streich spielen. Ich brauche eine Cave-Karotte. Ich hab sowas. Das Ding rödelt immer noch. Ich hatte doch sowas. Nein, ich habe das bei einem Schmuggler gesehen. Ah, verdammt. Ich habe das bei diesem einen Wagen gesehen, der da unten immer stand, ne? Oh. Mist. Ich dachte, ich hätte sowas. Und der stand immer hier. Und er ist nicht mehr da. Ach, so ein Ärgernis. Mist. Ach, so ein Ärgernis. Schade, hätte ich Abigail einen richtig schönen... einen schönen Dienst erwiesen. Ein schönes Geschenk. Tja, schade. Immer mal nebenbei nach der Hose gucken, aber hier liegt auch nirgends so eine Hose. Kann man denn eine Hose verlieren? Am Gulli vielleicht. Ich habe meine Hose am Gulli verloren. Weiß. So, 3.20 Uhr gleich macht der Laden zu und ich krieg wieder nicht geschissen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nur weil ich hier... falsch denke. Hallo, Elliot? Oh, ein kleiner schöner Sonnenstrahl hat mich heute Morgen aufgeweckt. Ich fühlte mich noch nie so erfrischt. Das ist sehr gut, Elliot. Es tut mir leid, wenn das dich nicht sehr interessiert. Ja, ja, du, passt schon. Jeder hat so sein... Wieso geht's denn hier nicht weiter? Was hungerst du eigentlich hier bei Lea rum? So. Wer bist du? Wer bist denn du nochmal?
Jody! Sommer ist nice, aber es bedeutet auch mehr Arbeit. Wem sagst du das? Ja, der Garten muss neben dem Haus auch noch fit gehalten werden. Das ist wohl wahr. Es ist doppelte Arbeit. Wenn nicht sogar mehr. So, schauen wir mal, ob der noch offen hat. Ja, Pierre. Bon Pierre. Ah, ich habe wilde Früchte gefunden heute Morgen. Magst du die? Bitteschön. Gern geschehen. La 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 la. Hi. So, du, ich habe einen Plan. 100. Verdammt, da gehen sie wieder hin, die Kohle für die Radieschen. Das ist immer ein Stress hier. Wo ist denn die liebe Abigail? Die ist gar nicht da. Hilfe, ich habe mich verlaufen. So, Pierre, mach's gut, ne? Ich gehe da mal nach Hause. La 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 la. So. Starter. Heißt das, dass sich das Gras dann da ausbreitet? Dass das dann hier wild wächst. Vielleicht breitet es sich ja aus. Einfach mal abwarten, ne? So. Das ist alles erledigt. Das ist alles erledigt. Marmelade arbeitet immer noch. Der Hund hat nichts zu trinken. So. Aufräumen muss ich ja auch mal. Naja, der Winter kommt, ne? Der Winter kommt. Und vielleicht kann ich mir ja irgendwann mal eine Küche leisten. Aber da brauche ich auch ganz viel Holz für. Und außerdem ist 20:07. Wie wär's denn mal mit Feierabend, Mädel? So, das könnten natürlich auch gute Geschenke sein, aber ich will's mal wissen. Was gibt's denn dafür? Und das ist eine Blume. Das ist ein schönes Geschenk. Wenn ich gefundene Weintrauben verkaufe? Naja, die behalte ich mal. Ja. So, Robin, mach's gut. Geh nach Hause, ne? Mach nicht mehr so lange. So, willkommen. Wie wird das Wetter? Beautiful, sunny. Leben auf dem Land. Ein neuer Tipp. Reden wir über Mais. Es ist eine ungewöhnliche Saat, weil sie für zwei Jahreszeiten. Corn lives on. Summer and Fall. Aha, Korn kann man also im Sommer und im Herbst anpflanzen. Ich hatte irgendwo Korn. Diese verdammten Blumen bringen richtig Geld. Verdammt. Oh, Paprika, zweite Saat.
Haha. Oh, und die Blumen sind auch da. Ja. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Hey, fertig. Aha, da. Es breitet sich wirklich aus. Sehr schön. So, dann soll da unten mal Gras wachsen, wie doof. So, jetzt aber hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich Idiot, ich merke gerade, ich habe da voll das Gras abgeholzt. Dabei hätte ich das brauchen können. Beim letzten Mal. So. Hallo, Melönchen.